Hilton, was machst du denn da? Ich will sehen, ob ich diesen Kerl nicht endlich erwische. Komm wieder ins Bett. Das Ganze ist doch nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Elsie, mein Engel, ich weiß doch, wie sehr dich diese Zeichnungen aufregen. Ja, ich weiß, du willst nicht darüber sprechen und ich respektiere das, aber diese Sache muss doch irgendwann auch mal ein Ende haben. Da. Wo? Da hinten am Scheunentor. Oh mein Gott. Er holt gerade die Kreide aus der Tasche. Na warte, Bürschchen, jetzt krieg ich dich. Hilton, ich bitte dich, mach dich nicht unglücklich. Der Einzige, der jetzt gleich ziemlich unglücklich sein wird, ist dieser Kerl da. Bitte nicht! Was soll das, Elsie? Lass los, Elsie! Elsie! Lass los! Lass mich los! Holmes, könnten Sie sich eventuell vorstellen, Ihre chemischen Versuche an einem anderen Ort als in unserem Wohnzimmer durchzuführen? Dieser Geruch ist alles andere als angenehm. Wieso? Es riecht doch gar nicht. Watson, da. Ich muss nur noch... Meine Güte, Holmes, Sie werden mich eines Tages noch zu Tode erschrecken. Bloß das nicht, Watson. Ich bin ja schon fertig. Ich verstehe gar nicht, warum Sie heute so gereizt sind, mein lieber Watson. Sie haben Ihre Entscheidung doch schon längst getroffen. Was denn für eine Entscheidung? Na, die Entscheidung, nicht in südafrikanisches Gold zu investieren, mit der Sie sich seit Tagen gequält haben. Woher um alles in der Welt können Sie das wissen, Holmes? Geben Sie es zu, Sie sind verblüfft. Allerdings. Ich sollte mir das von Ihnen am besten schriftlich bestätigen lassen. Warum denn? Weil Sie in 5 Minuten sagen werden, dass meine Schlussfolgerungen vollkommen simpel sind. Ich bin sicher, dass ich nichts dergleichen sagen werde. Und doch ist es so. Sehen Sie, mein lieber Watson, ja? Es ist wirklich nichts Schwieriges dabei, eine Reihe von Beobachtungen mit Hilfe der geeigneten Schlüsse zu einem sinnvollen Sachverhalt zu verbinden. Ja, allerdings gebe ich zu, dass es beim Publikum einen gewissen Effekt erzielt, wenn man nur das Ergebnis präsentiert, ohne auf die einzelnen Schlüsse einzugehen, die letztlich zu diesem Ergebnis geführt haben. Können Sie mir folgen? Ja, und weiter. Sie wissen, Watson, Sie sind stets mein liebstes Publikum. Ja, zu viel der Ehre, Holmes, zu viel der Ehre. Und wollen Sie Ihrem demütigen Lehrling vielleicht diese Zwischenschritte erläutern, nachdem Ihr kleiner Zaubertrick bei mir ja nun die geplante Wirkung hatte? Ja, Watson, Sie müssen zugeben, dass es nicht wirklich schwierig ist, aus der abgeschabten Haut zwischen Ihrem linken Daumen und Zeigefinger zu schließen, dass Sie nicht beabsichtigen, Ihr Geld in die Goldfelder zu investieren. Ach, also, ich sehe da keinerlei Verbindung. Naja, das überrascht mich nicht sonderlich. Also gut, ich werde Ihnen erklären, wie ich zu diesem Schluss komme. Ich bestehe sogar darauf. Erstens. Ja? Sie hatten gestern Abend Kreide an Ihren Fingern, als Sie aus dem Club nach Hause kamen. Zweitens, wenn man einen Club besucht, gibt es nur einen Grund, warum man Kreidespuren an den Fingern haben kann. Aha. Ja, Billard. Naja, ja. Sie haben also Billard gespielt und die Kreide zum Einreiben des Kös benutzt. Drittens, Sie spielen niemals Billard außer mit Mr. Thurston. Ja, das stimmt. Nicht? Viertens, vor 4 Wochen haben Sie mir erzählt, dass Thurston eine Option auf einen Besitz in Südafrika hat, dass diese Option in einem Monat ausläuft, dass er auf dem Grundstück Gold vermutet und dass er den Wunsch geäußert hat, dass Sie mit ihm gemeinsam investieren. Stimmt's? Ja. Fünftens, Ihr Scheckbuch befindet sich in meiner Schublade. Ja, die Schublade ist verschlossen. Und Sie haben mich nicht nach dem Schlüssel gefragt. Und nun noch sechstens. Also beabsichtigen Sie nicht, Ihr Geld in dieser Art und Weise anzulegen. Also bitte, Holmes, das ist doch nun wirklich vollkommen simpel. Ich sagte doch, dass Sie das sagen würden. Ach, na hoffentlich ist das ein neuer Klient. Sie wissen, dass ich es hasse, wenn Sie mich zu Ihrem Beobachtungsgegenstand machen. Nur weil es gerade keinen Fall gibt, der Sie beschäftigt. Sie sind nun mal ein äußerst dankbares Forschungsobjekt, Watson. Ja.
Verbindlichsten Dank, Holmes. Bitteschön. Herein. Guten Tag. Mr. Sherlock Holmes, vermute ich. Sie vermuten richtig. Das ist mein Kollege Dr. Watson. Guten Tag. Bitte treten Sie näher und setzen Sie sich, Mr. Hilton Cubitt aus Riding Thorpe Manor, Norfolk. Nun, Mr. Cubitt, was kann ich für Sie tun? Man hat Sie mir empfohlen als jemanden, der sich mit Rätseln ungewöhnlicher Art beschäftigt. Das könnte man so sagen, ja. Nun ja, Mr. Holmes, meine Frau und ich, wir werden gewissermaßen von so einem ungewöhnlichen Rätsel verfolgt. Verfolgt? Ja, also ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. Am besten, ich zeig's Ihnen. Strichmännchen? Ja, Moment mal. Sie sehen aus, als würden sie tanzen. Eine Kinderzeichnung? Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber inzwischen glaube ich, dass sich mehr dahinter verbirgt. Es würde uns sehr helfen, wenn Sie uns die Geschichte vollständig schildern könnten, Mr. Cubitt. Ja, natürlich. Also, vor ungefähr 2 Wochen, da fing es an. Im Garten meines Landsitzes befindet sich eine alte Sonnenuhr. Und als ich von einem Spaziergang heimkehrte, fand ich darauf einen Zettel mit diesen tanzenden Strichmännchen. Jemand hat ihn dorthin gelegt und mit einem Stein beschwert. Ich hielt es, wie Sie, für eine Kinderzeichnung und zeigte den Zettel meiner Frau. Ich dachte, sie würde es lustig finden, aber stattdessen lief sie kreidebleich an und wurde ohnmächtig. Einige Tage lang lag jeden Tag ein neuer Zettel auf der Sonnenuhr. Dann hörte es schließlich auf mit den Zetteln und stattdessen war jeden Morgen eine neue Reihe mit tanzenden Männchen ans Scheunentor gezeichnet. Meine Frau ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie siecht vor meinen Augen hin, Mr. Holmes, und ich weiß nicht, was ich machen soll. War es immer wieder exakt dieselbe Zeichnung oder gab es Unterschiede zu der ersten? Die Männchen sahen jedes Mal ein bisschen anders aus. Und es waren auch nicht immer gleich viele. Haben Sie alle Zettel bei sich? Ja. Hier, bitte. Ich habe auch die Zeichnungen am Scheunentor abgemalt, bevor ich sie wegwischen ließ. Das war sehr clever von Ihnen, Mr. Cubitt. Und? Für was halten Sie das? Nun, ziemlich sicher handelt es sich dabei um eine Art Geheimschrift. Geheimschrift? Es ist für mich vollkommen unzweifelhaft, dass es sich bei diesen tanzenden Strichmännchen um eine Geheimschrift handelt. Aber Sie haben Glück, Mr. Cubitt. Zufälligerweise bin ich Experte für Geheimschriften. Ich habe sogar eine Monographie über dieses Thema verfasst, jawohl. Ach, das wusste ich noch gar nicht, Holmes. Naja, es gibt einiges von mir, das Sie noch nicht wissen, mein lieber Watson. Ja. Und was steht auf den Zetteln drauf? Mr. Cubitt, ich habe zwar zu Recht einen außerordentlich guten Ruf als Detektiv, aber für das Entschlüsseln eines Geheimcodes benötige selbst ich ein wenig mehr Zeit. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, das war dumm von mir. Heute Nacht hätte ich den Kerl übrigens beinahe erwischt, Mr. Holmes. Dann hätte ich ihn selbst fragen können, was diese Schmierereien bedeuten sollen, falls er dann noch in der Lage gewesen wäre zu reden. Ich habe mich nämlich in meinem Arbeitszimmer mit einem Gewehr auf die Lauer gelegt. Und der Kerl ist tatsächlich aufgetaucht. Sie haben ihn also gesehen? Nicht besonders deutlich. Der Mond war nicht sehr hell. Können Sie ihn denn beschreiben? Nein. Aber ich glaube nicht, dass es jemand war, den ich kenne. Was geschah weiter? Ich habe auf ihn geschossen. Haben Sie ihn getroffen? Leider nicht. Meine Frau hat mich davon abgehalten. Sie hatte gemerkt, dass ich aufgestanden war und kam herunter. Und als sie die dunkle Gestalt an der Scheune sah, klammerte sie sich vor Angst an mich und war nicht dazu zu bewegen, mich wieder loszulassen. In einer solchen Situation ist wahrscheinlich selbst der kühnste Mann nicht besonders zielsicher. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Sie sagten, Ihre Frau sei beunruhigt gewesen, als Sie ihr den ersten Zettel mit den Männchen gezeigt haben. Darf ich fragen, warum er sie beunruhigt hat? Das weiß ich nicht. Aber Sie haben doch sicherlich danach gefragt. Nein. Nein? Warum nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass diese Zettel etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun haben und ich vor unserer Hochzeit geschworen habe, ihr niemals Fragen über die Zeit zu stellen, in der wir uns noch nicht kannten.
Verstehen Sie, Mr. Holmes, wenn sie über diese Zettel reden wollte, würde sie es tun, aber da sie es nicht tut, bin ich an meinen Schwur gebunden, sie nicht zu fragen. Darf ich fragen, seit wann Sie verheiratet sind, Mr. Cubitt? So etwas über einem Jahr. Und wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Während des Kronjubiläums in London im letzten Jahr. Ich logierte in einer Pension am Russell Square, weil dort auch der Vikar unserer Gemeinde ein Zimmer genommen hatte. Und in dieser Pension wohnte eben auch eine junge Lady, Miss Elsie Patrick, aus Amerika. Woher genau in Amerika? Chicago. Ah, ja. Ja. Miss Patrick und ich freundeten uns an. Und was soll ich Ihnen sagen? Nach einem Monat hatte ich mich bis über beide Ohren in sie verliebt. Und Sie? Und Sie natürlich auch. Wir heirateten in London in aller Stille und kehrten als Ehepaar nach Norfolk zurück. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie wohlhabend sind? Nein, das würde ich nicht sagen. Meine Familie ist zwar seit 5 Jahrhunderten im Besitz des kleinen Landguts in Ridlingthorpe und ich darf auch sicherlich mit einigem Stolz behaupten, dass es in der ganzen Grafschaft Norfolk keine bekanntere Familie gibt als die meine. Aber reich bin ich sicherlich nicht. Ja, ich weiß. Sie werden es für unsinnig halten, dass ein Mann mit dieser traditionsreichen Herkunft eine Ausländerin heiratet, von deren Vergangenheit und Familie er überhaupt nichts weiß. Aber wenn Sie sie sehen und kennenlernen würden, dann würden Sie mich sofort verstehen. Darf ich fragen, was es mit diesem Schwur auf sich hat, den Sie vor der Eheschließung geleistet haben? Also nicht, dass Sie meinen, meine Frau hätte mir verheimlicht, dass es in ihrer Vergangenheit dunkle Punkte gibt. Allerdings weiß ich nichts Genaues. Sie sagte mir nur, dass sie in ihrem Leben mit einigen unangenehmen Leuten und Dingen zu tun hatte, an die sie nicht mehr denken wolle, weil die Erinnerung für sie zu schmerzlich sei. Und dann sagte sie noch, dass sie sich selbst nichts vorzuwerfen habe, dass ich ihr aber erlauben müsse, über ihre Vergangenheit zu schweigen. Sie hat diese Erlaubnis sogar zur Bedingung für unsere Heirat gemacht. Und natürlich habe ich mich darauf eingelassen. Und Sie haben Ihr Wort gehalten? So wahr ich hier stehe. Und ich habe es nicht einen Tag lang bereut, denn dieses Versprechen hat mir den anmutigsten und anbetungswürdigsten Menschen zuteil werden lassen, den man sich nur vorstellen kann. Und jetzt droht meiner geliebten Elsie anscheinend irgendeine Gefahr, und ich weiß noch nicht einmal welche. Ich bin durch mein Wort gebunden, ihr keine Fragen zu stellen, aber ich habe ihr nicht versprochen, tatenlos zuzusehen, wenn ihr irgendein Unglück droht. Bitte, Mr. Holmes, helfen Sie mir. Sagen Sie mir, was diese Zettel bedeuten. Das werde ich, Mr. Cubitt, sobald ich es selbst herausgefunden habe. Wird das lange dauern? Naja, je schneller ich mit der Dechiffrierung beginnen kann, desto schneller kann ich Ihnen sagen, was es mit den Zetteln auf sich hat. Tja, dann werde ich besser mal gehen und Sie in Ruhe arbeiten lassen, nicht wahr? Falls Ihnen noch mehr tanzende Männchen über den Weg laufen, schicken Sie sie bitte zu mir. Ja, natürlich, das werde ich tun. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Mr. Cubitt. Sie glauben, seine Frau hat etwas mit der Sache zu tun. Nicht wahr, Holmes? Ich glaube gar nichts, Watson. Vor allem nicht, solange ich nicht weiß, was diese tanzenden Männchen zu bedeuten haben. Und je ungestörter ich mich diesem Problem zuwenden kann, desto schneller werde ich es lösen. Ja, schon gut. Ich habe verstanden, Holmes. Ich mache einen Spaziergang. Wir sehen uns zum Essen. Hoffentlich sind Sie dann wieder besser gelaunt. Durch die tanzenden Männchen von Mr. Cubitt war mein Freund Holmes wieder einmal ganz in seinem Element. Aber wie immer, wenn er sich ganz und gar in seinem Element befand, erleichterte es das Zusammenleben mit ihm nicht sonderlich. Weder für mich noch für unsere Hauswirtin. Als ich zum Essen nach Hause kam, stürmte Holmes aus der Haustür und mich erwartete eine erboste Mrs. Hudson, die gerade das Essen aufgetragen hatte. Ich besänftigte sie, indem ich ihre Kochkünste lobte und eine doppelte Portion verschlang. Als Holmes später am Abend wiederkam, war nichts aus ihm herauszubekommen, weder über seine Fortschritte beim Enträtseln der tanzenden Männchen noch über seinen plötzlichen Aufbruch zur Essenszeit. Wie immer
Wenn er selbst die Lösung eines Falles noch nicht vollständig gefunden hatte, hasste er es, Informationen preiszugeben. Ich stellte jedoch fest, dass er in den folgenden Tagen mit großer Ungeduld auf die Ankunft eines Telegramms wartete. Als wir 3 Tage nach Mr. Cubits Besuch von einem abendlichen Spaziergang zurückkehrten, fand Holmes endlich den ersehnten Umschlag des Telegrafenamtes vor. Ebenso wie einen Brief von Mr. Cubit. Und? Gute Neuigkeiten vom Telegrafenamt, Holmes? Nein, ganz im Gegenteil. Die Neuigkeiten sind genauso schlecht, wie ich es befürchtet hatte. Nun ja, vielleicht kann sie ja Mr. Cubit mit ein paar neuen Strichmännchen etwas aufheitern. Er schickte Ihnen doch welche, oder? Da haben Sie dann endlich wieder was zum Rätseln. Verdammt, damit hatte ich nicht gerechnet. Nicht so schnell. Was ist denn los, Holmes? Watson, schnell. Ja. Holen Sie den Zugfahrplan und schauen Sie nach, ob um diese Zeit noch ein Zug in Richtung Norfolk fährt. Ja, einen Moment, Holmes. Ja, in dieser Unordnung den Zugfahrplan zu finden, ja, das ist schon eine Leistung. Aber hier, Moment. Was ist denn passiert? Ja, noch nichts, aber es ist mehr als fraglich, dass es so bleiben wird. Also, was ist jetzt mit dem Zug, Watson? Ich schaue ja schon. Also, hier, der letzte Zug Richtung Norfolk ist vor genau 10 Minuten gefahren, Holmes. Ach, das ist ausgesprochen ärgerlich. Wann geht der erste Zug morgen früh? Moment. Das kann doch so schwer nicht sein. Ja, aber Moment. Ach, hier. Ja, der erste Zug um 6.38 Uhr. Gut. Ja, in Ordnung. Ich sage Mrs. Hudson, dass wir unser Frühstück morgen sehr früh benötigen werden. Holmes, was ist denn nun eigentlich los? Also, Holmes, wenn Sie mir jetzt nicht endlich sagen, warum ich in aller Herrgottsfrühe aufstehen musste, um Mr. Cubit einen Besuch abzustatten, den man doch nun wirklich zu einem deutlich angenehmeren Zeitpunkt hätte unternehmen können, dann ist es das letzte Mal, dass ich Sie begleite. Kutscher! Hier, Sir! Haben Sie mich verstanden, Holmes? Aber ja doch, Watson. Deutlich. Wir wollen nach Riddlingthorpe Manor. Schon klar, Sir. Steigen Sie mal ein. Holmes! Einsteigen. Watson, einsteigen. So früh. Heya! Sind auch von der Polizei, wa? Von der Polizei? Klar, sehe ich doch sofort sowas. Hab heute Morgen schon einen Kollegen von Ihnen dahin gefahren. Einen Inspektor aus Norwich. Ist ja auch ein schreckliches Unglück, das, ne? Was für ein Unglück? Na, das sind Mr. Cubit und seiner Frau. Jetzt wissen Sie, warum wir hier sind, Watson. Ich wünschte nur, wir wären früher hier gewesen. Aber was ist denn überhaupt passiert, Holmes? Das werden wir gleich herausfinden. Ja, eine fürchterliche Sache. Ja. Allerdings konnte man uns noch nicht allzu viel über den Fall sagen, als wir heute Morgen abgefahren sind. Wissen Sie genaueres? Na, das will ich wohl meinen, Sir. Das passiert halt, wenn man eine Ausländerin heiratet. Hat erst ihren Mann erschossen und dann sich selbst. Peng! Einmal quer durch den Kopf. Bei ihr hat es aber nicht ganz funktioniert. Mal schauen, ob sie es lang genug überlebt, um an den Galgen zu kommen. Ist wirklich ein Skandal, das. Eine der ältesten Familien in der Grafschaft und dann sowas. Meine Güte, Holmes. Dann hatten Sie ja tatsächlich recht, Mr. Cubits Frau zu verdächtigen. Ist es erwiesen, dass es Mrs. Cubit war, die geschossen hat? Klar, Sir. War ja sonst keiner da. Und woher haben Sie Ihre Informationen? Na, vom Dienstmädchen, Sir. Aha. Naja, das ist sicherlich eine überaus verlässliche Quelle. Also, ob wir wohl etwas schneller fahren könnten?
Immer mit der Ruhe, Sir. Ein alter Gaul ist keine Dampflok. Und ändern können Sie eh nichts mehr an der Sache. Nein. Aber vielleicht Schlimmeres verhindern. Na, wenn Sie meinen... Hey, Molly, beweg deine alten Knochen! Die furchtbaren Neuigkeiten, die wir vom Kutscher erfahren hatten, ließen meinen Freund Holmes in eine düstere Stimmung verfallen. Während unserer 7 Meilen langen Fahrt war er zu keiner weiteren Äußerung zu bewegen, obwohl ich für die eine oder andere Erklärung durchaus dankbar gewesen wäre. Aber wie stets, wenn sich seine Befürchtungen in einem Fall bestätigten, weil ihm widrige Umstände daran gehindert hatten, rechtzeitig einzugreifen, stürzte er in eine Art öde Melancholie. Während wir durch diese wunderschöne Landschaft fuhren, lehnte er gedankenverloren in seinem Sitz. Wenige verstreute Hütten zogen an uns vorüber und mächtige Kirchtürme, die wie Burgen das flache, fruchtbare Land überragten und vom Ruhm und Reichtum des alten Ostanglien erzählten. Endlich blinzelte uns das violette Band der Nordsee über dem grünen Rand der Küste von Norfolk entgegen und der Kutscher wies auf ein Wäldchen vor uns, aus dem der alte Fachwerkgiebel von Ridling Thorpe Manor hervorlugte. Als wir das Landhaus betraten, wurden wir in der Halle Zeuge der Arbeit von Inspektor Martin, ein junger Mann mit gewichstem Schnauzbart, der mit diesem Fall sichtlich überfordert war. Also jetzt nochmal, Miss Saunders. Sie haben den Schuss gehört und dann... Aber ich habe den Schuss auch gehört. Ich weiß, Mrs. King. Jetzt würde ich allerdings zuerst gerne die Aussage von Miss Saunders aufnehmen. Und warum? Ich habe den Schuss viel früher gehört. Also gut, von mir aus. Dann erzählen Sie halt zuerst. Das ist gemein. Er wollte mit mir anfangen. Ja, und jetzt fängt er eben mit mir an. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was wollen Sie denn hier? Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Holmes. Sherlock Holmes. Und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Guten Tag. Sherlock Holmes und Dr. Watson? Der Sherlock Holmes? Wenn es außer mir noch einen anderen gäbe, so wäre mir diese Tatsache sicherlich bekannt. Meine Güte, ich habe ja schon viel über Sie gelesen, aber dass Sie an einem Tatort auftauchen, kurz nachdem ein Verbrechen geschehen ist und ohne dass Sie jemand gerufen hat... Oder hat sie etwa mein Vorgesetzter? Ich kenne Ihren Vorgesetzten nicht, Inspektor. Gut, unter uns gesagt, das ist nämlich der erste Mordfall, um den ich mich ganz allein kümmern soll. Und da dachte ich, er ruft vielleicht jemanden, um mir zur Hand zu gehen. Das Einzige, was mich gerufen hat, war die begründete Sorge, dass sich hier ein solches Verbrechen ereignen würde. Und würde die Great Eastern Eisenbahngesellschaft... in den Nachtstunden mehr Züge einsetzen, dann wäre ich wahrscheinlich rechtzeitig hier gewesen, um diese Tragödie zu verhindern. Unglaublich! Wie machen Sie das? Haben Sie sowas wie telepathische Fähigkeiten? Ich meine, man liest ja viel über solche Dinge in letzter Zeit. Ich muss Sie enttäuschen. Inspektor? Ach so, ja, pardon. Martin. Inspektor Martin. Von der Polizei in Norwich. Meine Fähigkeiten beschränken sich auf Logik und Deduktion, Inspektor Martin. Meine Anwesenheit hier hat nichts mit Zauberkräften irgendwelcher Art zu tun, sondern allein mit Fakten. Mr. Cubitt hat mich vor ein paar Tagen in London aufgesucht, da er und seine Frau sich bedroht fühlten. Ich bin der Sache nachgegangen und musste feststellen, dass seine Befürchtung berechtigt war. Im Moment sieht es aber eher so aus, als wäre die Bedrohung von seiner Frau ausgegangen. Ich weiß. Wir sind bereits grob über die Vorgänge informiert. Ach, der Kutscher, Inspektor. Ach so. Da es mir schon nicht möglich war, dieses Unglück zu verhindern, würde ich gerne etwas zu seiner Aufklärung beitragen, Inspektor. Soll ich auf eigene Faust ermitteln oder ziehen Sie die Zusammenarbeit vor? Es wäre mir eine Ehre, Mr. Holmes. Schön, ich danke Ihnen. Dann würde ich gerne etwas über den Stand der Ermittlungen erfahren und den Tatort untersuchen, wenn Sie gestatten. Und was ist jetzt mit uns? Genau. Wir haben ja schließlich auch noch andere Dinge zu tun.
Das sind Miss Saunders und Mrs. King, Dienstmädchen und Köchin der Cubits. Die beiden haben heute Nacht die Polizei informiert. Gleich nachdem wir gesehen hatten, was passiert war. Ich war gerade dabei, die beiden zu befragen, als sie hereinkamen, Mr. Holmes. Dann lassen Sie sich nicht davon abhalten, Inspektor. Also gut. Mrs. King, Sie sagten, dass Sie von einem Schuss geweckt wurden. Jawohl, Sir. Und ich auch. Wann war das? Um 3. Und dann kam noch ein Schuss. Genau. Erst einer, der war ziemlich laut. Und dann noch einer. Ungefähr eine Minute später. Und dann? Dann bin ich erstmal nach nebenan zu Saunders. Und weil ich die Schüsse auch gehört hatte, sind wir dann zusammen runtergegangen, weil die Schüsse von unten gekommen waren. Das ganze Haus stank ziemlich nach Rauch und Pulver. Als wir unten waren, haben wir dann sofort gesehen, was passiert war. Die Tür vom Arbeitszimmer stand ja offen. Mr. Cubitt lag am Fenster. Er war tot. Und neben ihm war Mrs. Cubitt. Sie lehnte an der Wand. Mit blutüberströmtem Gesicht. Ein schrecklicher Anblick. Sie war noch am Atmen, aber man konnte es kaum hören. Und sie hatte eine Pistole in der Hand. Und zwar diese hier. Das ist die Tatwaffe, Mr. Holmes. Kennen Sie diese Pistole, Mrs. King? Ja, das ist die kleine Pistole von Mr. Cubitt, die er immer in seinem Arbeitszimmer aufbewahrt hat. In der Schublade vom Schreibtisch. Das stimmt. Wie ging es dann weiter? Na ja, wir sind sofort los und haben Dr. Anderson geholt und die Polizei informiert. Als Sie beide das Arbeitszimmer betraten, war da das Fenster geöffnet oder geschlossen, unter dem Mr. Cubitt lag? Geschlossen. Sind Sie sich sicher? Geschlossen und verriegelt, Sir. Das kann ich beschwören. Ich auch. Und haben Sie irgendetwas in dem Zimmer angefasst oder verändert? Na ja, natürlich. Wir konnten Mrs. Cubitt ja da nicht einfach so liegen lassen. Wir haben sie mit Peters zusammen nach oben getragen und in ihr Bett gelegt. Peters ist der Stallbursche. Haben Sie sonst noch etwas verändert? Nein, Sir. Ich habe die Kerze ausgeblasen, als es hell wurde. Aber das ist ja wohl nicht so wichtig. Jede Kleinigkeit kann von Bedeutung sein, Miss Saunders. Mrs. King, Sie sagen, Sie haben Mrs. Cubitt in ihr Bett gebracht. Erschien Ihnen das Bett zu diesem Zeitpunkt bereits benutzt worden zu sein? Ja, sicher. Es war ja mitten in der Nacht. Nur das von Mrs. Cubitt oder auch das von Ihrem Mann? Auch das von Mr. Cubitt. Es hatten ja auch schon beide ihr Nachtgewand an. Beide wurden mit Nachtgewand und Morgenmantel aufgefunden. Es sieht im Grunde so aus, als hätten sich beide entschlossen, einfach mitten in der Nacht aufzustehen, ins Arbeitszimmer zu gehen und mit der Pistole herumzuspielen. Es ist völlig unerklärlich. Bisher scheint es auch nicht das geringste Motiv zu geben. Die beiden galten als ausgesprochen glückliches Ehepaar. Auf jeden Fall. Wissen Sie, ich habe ja schon bei einigen Herrschaften gedient. Aber das hier war die beste Anstellung, die ich je hatte. Erst habe ich mir ja ein paar Sorgen gemacht, als Mr. Cubitt uns vor einem Jahr plötzlich aus heiterem Himmel mitteilte, dass er geheiratet hat. Auf einmal eine Herrin. Und dann auch noch eine Ausländerin. Aber Mrs. Cubitt ist wirklich eine sehr nette Herrin. Niemals launisch oder böse mit uns. Nein, niemals, Sir. Und zu Mr. Cubitt war sie auch immer sehr gut. Ich habe nie einen Streit oder ein böses Wort zwischen den beiden erlebt. Da und dann sowas. Also das hätte ich wirklich niemals von ihr gedacht. Gibt es nähere Informationen hinsichtlich Mrs. Cubitts gegenwärtigem Zustand? Naja, sie hat sich eine Kugel quer durch den Vorderkopf geschossen. Was will man da noch groß erwarten? Ob sie jemals wieder aufwacht, ist wohl ziemlich fraglich. Aber nicht ausgeschlossen, Inspektor. Ich kenne einige Verletzungen ähnlicher Art aus dem Krieg in Afghanistan. Das ist eine Frage für Experten. Ich mische mich da nicht ein. Alles, was ich weiß, ist das, was Dr. Anderson mir gesagt hat. Er ist übrigens immer noch oben, falls Sie Fragen an ihn haben. Die habe ich in der Tat. Miss Saunders, wären Sie wohl so freundlich, Dr. Anderson zu uns herunterzubitten, falls Mrs. Cubitts Gesundheitszustand es erlaubt. Jawohl, Sir. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, würde ich auch ganz gerne zurückgehen an meine Arbeit. Gehen Sie nur, Mrs. King. Ich würde mir jetzt vor allem gerne das Arbeitszimmer ansehen. Natürlich, gleich hier vorne. Sie haben Glück, Mr. Holmes. Ich wollte Mr. Cubitts Leichnam gerade abtransportieren lassen. Ein glatter Schuss mitten ins Herz. Tja, ein schneller und fast schmerzloser Tod. Ein Glück für den armen Mr. Cubitt. Wie ich sehe, steckt die Kugel noch im Körper. Zu diesem Ergebnis bin ich auch gekommen. Darf ich fragen, wo sich die zweite Kugel befindet? In Mrs. Cubitts Kopf. Ohne eine riskante Operation werden Sie da wohl nicht rankommen.
Guten Tag, meine Herr. Miss Saunders sagte mir, dass Sie mich sprechen wollen. Das ist Dr. Anderson. Dr. Anderson, Mr. Holmes, Dr. Watson. Ich habe in der Tat ein paar Fragen an Sie, Doktor. Allen voran die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Mrs. Cubitt das Bewusstsein wiedererlangen wird? Wenn ich das wüsste, würde ich mein Geld als Hellseher verdienen, Mr. Holmes. Ob sie wieder zu Bewusstsein kommt und ob sie diese Verletzung überhaupt überlebt, das liegt allein in Gottes Hand. Dr. Anderson, Sie haben Mrs. Cubitt doch sicherlich eingehend untersucht, nicht wahr? Natürlich. Konnten Sie an Ihren Händen irgendwelche Pulverspuren feststellen? Ja, an der rechten. Und an der Schläfe natürlich, wo die Waffe aufgesetzt wurde. Also steht zweifellos fest, dass sie geschossen hat. Dürfte ich bitte noch einmal die Pistole sehen, Inspektor? Natürlich, bitte sehr. Danke. Es fehlen zwei Patronen. Natürlich fehlen zwei Patronen. Es hat ja auch zwei Schüsse gegeben. Und es gibt leider nicht den geringsten Hinweis, dass Mr. Cubitt nicht von seiner Frau erschossen wurde. Nach Lage aller Fakten scheint Dr. Anderson die undankbare Aufgabe zu haben, Mrs. Cubitt gesund pflegen zu dürfen, damit der Henker sie danach am Galgen aufknüpfen kann. Das interessiert mich nicht. Der Galgen ist Ihre Sache, Inspektor. Alles, was für mich zählt, ist jetzt die Gesundheit meiner Patientin. Und wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, würde ich mich darum auch gerne weiterhin kümmern. Natürlich, Doktor. Vielen Dank, dass Sie sich zu uns bemüht haben. Tja, Mr. Holmes, wie es aussieht, sind Sie wohl umsonst hierher gekommen. Der Fall ist doch recht eindeutig. Finden Sie, Inspektor? Ja, natürlich. Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Das tun Sie in der Tat, Inspektor. Um diese Sprache zu verstehen, ist es allerdings notwendig, auch wirklich alle Fakten zu Wort kommen zu lassen. Was meinen Sie damit? Dass Sie den wichtigsten Fakten bisher noch nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ach, und die wären? Wenn Sie sich Mr. Cubitts rechte Hand genauer anschauen, werden Sie feststellen, dass sich auch an seiner Hand frische Pulverspuren befinden. Sehen Sie? Tatsächlich. Aber das kann doch überhaupt nicht sein. Wer hat denn dann wen erschossen? Also, wenn Mr. Cubitt seine Frau erschossen und sich hinterher die Pistole selbst auf die Brust gesetzt hätte, dann wären doch an ihrer Hand keine Pulverspuren. Außerdem ist das unsinnig. Schließlich hat man die Pistole ja in ihrer Hand gefunden. Aber wenn sie ihn erschossen hat und danach sich selbst, woher hat er dann das Pulver in der Hand? Diese Frage ist recht einfach zu beantworten, wenn man berücksichtigt, dass Mrs. King und Mrs. Saunders den Geruch von Pulver bereits im ganzen Haus wahrgenommen haben, als sie kurz nach den Schüssen von oben herunterkamen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Tja, ja. Da sind Sie nicht der Einzige, Inspektor. Von Ihnen hatte ich mehr erwartet, Watson. Danke, Holmes, danke. Nun, der Zusammenhang ist doch ziemlich offensichtlich. Der Geruch von Pulver kann sich unmöglich so schnell im Haus verbreitet haben, nur weil die Tür des Arbeitszimmers offen stand. Also, es muss Zugluft geherrscht haben, die nur dann erklärlich ist, wenn das Fenster im Arbeitszimmer bei zumindest einem der Schüsse geöffnet war. Es wurde nach dem ersten Schuss verriegelt. Aber Holmes, das erscheint mir jetzt doch ein wenig weit hergeholt. Keineswegs, Watson. Ein weiterer, eindeutiger Beweis für die Zugluft und damit das geöffnete Fenster ist diese Kerze hier. Ja, die laut Auskunft von Miss Saunders heute Nacht hier gebrannt hat. Wie Sie sehen, hat sie sehr stark getropft. Und zwar zu einer Seite. Ein Zeichen für Zugluft. Na also, Zugluft hin oder her, Holmes. Was soll uns das denn helfen, wenn wir wissen, dass das Fenster geöffnet war? Sehr viel. Denn vor diesem Fenster stand der Mörder von Mr. Cubitt, als er den Schuss auf unseren bedauernswerten Klienten abfeuerte. Was? Also, Mr. Holmes, ich weiß, dass man viele Wundergeschichten über Sie erzählt. Aber wie um alles in der Welt wollen Sie denn das jemals beweisen? Sehr einfach, Inspektor. Wenn Sie gestatten, würde ich Ihnen bei dieser Gelegenheit auch gerne erläutern, was sich heute Nacht hier im Detail ereignet hat. Aber bitte, sehr gerne. Mrs. Cubitt kam heute Nacht hier herunter ins Arbeitszimmer, um einen Mann zu treffen, der damit drohte, sie selbst und vor allem ihren Ehemann zu töten. Eine Drohung, von der Mr. Cubitt nichts wusste.
Sie wollte diesen Mann mit Hilfe einer größeren Geldsumme von seinem Vorhaben abbringen. Woher wollen Sie das wissen? Durch die Handtasche auf dem Schreibtisch. Ich bezweifle, dass Mr. Cubitt im Besitz einer Damenhandtasche aus Krokodilleder war. Daher kann es sich nur um die Tasche von Mrs. Cubitt handeln. Wenn Sie einen Blick hineinwerfen, werden Sie ein Bündel Geldscheine darin finden, Inspektor. Er hat recht. Ja, also unglaublich, Holmes. Mrs. Cubitt sprach mit dem Mann, der vor dem geöffneten Fenster im Garten stand. Bedauerlicherweise bemerkte Mr. Cubitt jedoch, dass seine Frau aufgestanden war und folgte ihr. Ja, als er vor dem Fenster den fremden Mann sah, griff er zur Pistole in seinem Schreibtisch und schoss. Zu seinem Unglück war jedoch auch der andere bewaffnet. Und nicht nur das, er war zu allem bereit und darüber hinaus ein exzellenter Schütze. Er schoss und traf Mr. Cubitt mitten ins Herz. Und was ist mit diesem fremden Mann passiert? Nichts. Mr. Cubitt hat ihn verfehlt. Er hat den Fensterrahmen getroffen. Hier, sehen Sie, hier steckt die Kugel. Was? Tatsächlich. Wie können Sie so etwas wissen, Mr. Holmes? Indem ich danach suche, Inspektor. Aber was war dann mit Mrs. Cubitt? Sie hat instinktiv das Fenster geschlossen und zur Waffe gegriffen. Und dann wurde ihr bewusst, was geschehen war. Sie sah, dass ihren Mann nichts mehr retten konnte und fühlte sich mitschuldig an seinem Tod. Die Verzweiflung überkam sie. Und sie setzte sich die Pistole an den Kopf, um sich das Leben zu nehmen. Einen Moment, Holmes, einen Moment. Die Dienstboten haben nur 2 Schüsse gehört. In ihrer Geschichte kommen aber 3 Schüsse vor, wenn ich noch richtig zählen kann. Ich würde niemals Ihre mathematischen Fähigkeiten in Zweifel ziehen, mein lieber Watson. Aber hierbei geht es weniger um ein Problem der Mathematik, als um ein Phänomen der Akustik. Tja, und was wollen Sie damit sagen? Dass die ersten beiden Schüsse fast zeitgleich abgegeben wurden und sich deshalb anhörten wie ein einziger. Sie erinnern sich, dass Mrs. King erwähnte, der erste Schuss sei ihr lauter vorgekommen als der zweite. Nicht wahr? Dieser Effekt entstand durch die Überlagerung der beiden Schüsse. Mr. Holmes, Sie sind wirklich ein ausgesprochen bemerkenswerter Mann. Tja, das kann man wohl sagen. Danke, Inspektor. Für die Vollständigkeit Ihrer Akte sollten wir uns nun noch den Garten vor dem Fenster anschauen und nach Fußspuren suchen. Wie Sie meinen, Mr. Holmes. Ich folge Ihnen, wohin Sie wollen. Wie ein Spürhund stürmte Holmes in den Garten, gefolgt vom ziemlich beeindruckten Inspektor Martin, dem in der vergangenen Stunde Offenbarungen der Kriminalistik zuteil geworden waren, die auf keiner Polizeischule des Landes zu erlernen waren. Holmes begutachtete das Blumenbeet unter dem Fenster des Arbeitszimmers und fand, was er erwartet hatte. Die Blumen waren niedergetrampelt und in der Erde zeigten sich die Abdrücke von großen Männerschuhen. Vom Jagderfolg angestachelt, durchstöberte Holmes das umliegende Gras und hob schließlich mit dem Ausdruck höchster Befriedigung einen kleinen Metallzylinder auf. Ah, sieh mal da. Was ist das? Ein Beweisstück, das vor jedem Gericht der Welt standhält, Inspektor. Die Patronenhülse der dritten Kugel. Der Kugel, die in Mr. Cubitts Herzen steckt. Wie Sie unschwer sehen können, handelt es sich bei dieser Munition um ein ganz anderes Kaliber als bei Mr. Cubitts Pistole, mit der die beiden anderen Schüsse abgegeben wurden. Ja, offensichtlich ein Revolver mit automatischem Auswerfer. Amerikanisches Modell. Fantastisch. Tja, Holmes, jetzt gibt es wohl nur noch ein Problem. Wer war der Kerl, der Mr. Cubitt erschossen hat? Oh, das ist überhaupt kein Problem, mein lieber Watson. Ganz im Gegenteil. Aha. Falls es der Inspektor wünscht, könnte ich sogar dafür sorgen, dass der Schuldige heute noch verhaftet wird. Und ob ich das wünsche, aber wie... Hallo? Meinen Sie mich, Sir? Ja, Sie meine ich, Mr. Peters. Ich vermute der Stallbursche. Jawohl, Sir. Kennen wir uns? Also, Holmes,
Wenn Sie uns jetzt erzählen wollen, dieser Mann hier ist für das alles verantwortlich, dann... Warten Sie es ab, Watson. Ich bin ja noch nicht fertig. Nicht so voreilig. Mr. Peters, wir versuchen, den tragischen Tod Ihres Herrn aufzuklären. Und dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Meine, Sir? Jawohl, Ihre. Sie kennen sich doch sicherlich hier in der Gegend aus, nicht wahr? Das will ich wohl meinen, Sir. Bin ja schließlich hier aufgewachsen. Gibt es hier in der Nähe einen Gasthof namens Elridge? Ein Gasthof nicht, aber einen Bauern. Der Hof liegt ein paar Meilen von hier Richtung East Ruston. Werden auf diesem Hof Logiergäste aufgenommen? Ich denke schon, Sir. Das machen ja hier alle Bauern. Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass man auf diesem Hof noch nichts davon gehört hat, was sich heute Nacht hier ereignet hat? Das ist sehr wahrscheinlich, Sir. Der Hof liegt ziemlich einsam. Sehr gut, Mr. Peters. Ich werde jetzt hineingehen und eine kurze Nachricht schreiben. Und ich möchte Sie bitten, diese Nachricht zum Hof von Mr. Elridge zu bringen und einem Mr. Abe Slaney zu übergeben, und zwar persönlich. Antworten Sie auf keine Fragen und erzählen Sie vor allem nichts von den tragischen Ereignissen hier. Jawohl, Sir. Und Sie, Inspektor? Ja, Mr. Holmes? Sie sollten telegrafisch Verstärkung anfordern. Sie bekommen heute Nacht einen gefährlichen Gefangenen in Ihr Landgefängnis, mit dem nicht zu spaßen ist. Ich bin mir sicher, Mr. Peters könnte Ihr Telegramm auf dem Weg zum Elridge-Hof besorgen. Natürlich, wenn Sie meinen, Mr. Holmes. Bringen? Ja, danke. Sehr gerne, Miss Saunders. Er ist köstlich. Wir werden hier sicherlich noch ein wenig warten müssen. Worauf warten wir eigentlich genau, Holmes? Darauf, dass der Mörder von Mr. Cubitt hierher kommt und wir ihn verhaften können, Watson. Dieser Abe Slaney, an den Peters die Nachricht übergeben soll? Genau. Verzeihen Sie, Mr. Holmes, aber es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie Sie den Namen des Mörders wissen können und woher Sie wissen, wo er sich aufhält. Und eigentlich weiß ich auch immer noch nicht, was Sie dazu veranlasst hat, heute nach Ridingthorpe Manor zu kommen. Ich danke Ihnen, Inspektor. Normalerweise ist es nämlich meine unrühmliche Aufgabe, meinem verehrten Freund und Kollegen solche Fragen zu stellen. Die Antwort auf Ihre Fragen ist einfach, Inspektor. Das alles wusste ich durch ein paar tanzende Männchen. Durch was? Durch tanzende Männchen. Die Geheimschrift? Sie haben sie entziffert, Holmes? In der Tat, Watson. Das habe ich. Tanzende Männchen? Geheimschrift? Ich verstehe kein Wort. Als Mr. Cubitt uns vor ein paar Tagen aufsuchte, brachte er einige Zettel mit, mit denen er und seine Frau seit einiger Zeit von irgendeinem Unbekannten belästigt wurden. Auf den Zetteln waren jeweils eine Reihe mit tanzenden Männchen abgebildet. Eine Geheimschrift, deren Inhalt ich inzwischen zu verstehen imstande bin. Ja, ein äußerst interessantes Zeichensystem. Offenbar ging es dem Erfinder dieser Schrift im Wesentlichen darum, zu verbergen, dass es sich überhaupt um eine Geheimschrift handelt. Es sollte nach zufälligen Kinderzeichnungen aussehen. Wenn Sie es wünschen, erläutere ich Ihnen gerne, was es mit dieser Schrift auf sich hat. Es könnte eine ganz reizvolle berufliche Studie für Sie sein, Inspektor. Sehr gern. Ich lerne gern neue Dinge. So? Da unterscheiden Sie sich aber gewaltig von Ihren Kollegen in London. Jetzt spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Was steht auf den Zetteln? Um das herauszubekommen, musste ich natürlich erstmal herausfinden, wofür diese Männchen stehen. Anhand der Zettel konnte ich feststellen, dass der Schreiber 26 verschiedene Arten von Männchen benutzte. Daher lag die Vermutung nahe, dass jedes einzelne dieser Männchen für einen Buchstaben unseres Alphabets steht. Da der Buchstabe, der in unserer Sprache mit Abstand am häufigsten zum Einsatz kommt, das E ist, ging ich ferner davon aus, dass das am häufigsten eingesetzte Männchen ein E darstellt. Logisch, nicht wahr? Ja. Dann wurde es schwieriger. Denn hinsichtlich der Häufigkeit ihres Einsatzes machen sich die Buchstaben N, I, R, S und A Konkurrenz. Ja, sehr einleuchtend, Holmes. Aber Sie haben das Problem gelöst. Selbstverständlich.
Da einige der Männchen in unregelmäßigen Abständen kleine Flaggen in den Händen hielten, vermutete ich, dass diese Flaggen jeweils den Anfang eines neuen Wortes markieren. Diese Vermutung führte mich zu einigen Wörtern mit nur drei Buchstaben, von denen unsere Sprache nicht allzu viele aufweist. Der, die und so weiter. Aha. Das wiederum ermöglichte es mir, weitere Buchstaben zu identifizieren. Ja. Naja, ich will Sie nicht mit weiteren Details langweilen. Auf jeden Fall gelang es mir, auf diese Weise nach und nach die Geheimschrift zu verstehen. Und was steht in den Zetteln? Offensichtlich richten sich diese Zettel an Mrs. Cubitt, die darin mit ihrem Vornamen Elsie angesprochen und vom Schreiber der Zeilen mehrfach aufgefordert wird, zu ihm zu kommen. Aha. Der Verfasser selbst hat mit Abe Slaney unterschrieben und ihr mitgeteilt, dass er sich zurzeit bei Elridge befindet. Als Mrs. Cubitt auf die Zettel nicht reagierte, hinterließ Mr. Slaney seine Botschaften am Scheunentor, um sicherzugehen, dass sie auch tatsächlich von ihr gesehen werden. Raffiniert. Ja. Er wusste ja nicht, ob sie die Zettel wirklich erhalten hatte. Da Mrs. Cubitt noch immer nicht auf seine Aufforderungen reagierte, wurde der Ton der Botschaften jetzt deutlich drohender. Unglaublich. Nachdem ich den Zetteln den Namen des Verfassers entnommen hatte, telegrafierte ich nach Chicago, um von der dortigen Polizei Auskünfte über diesen Abe Slaney einzuholen. Warum nach Chicago? Die Annahme, dass dieser Herr etwas mit Mrs. Cubitts Vergangenheit in Amerika zu tun hatte, war überaus naheliegend. Da Mrs. Cubitt über diese Zeit absolutes Stillschweigen hielt, was gewisse, na sagen wir mal, dunkle Punkte in ihrer Geschichte nahelegte. Außerdem ist die Abkürzung Abe für Abraham in Amerika weitaus geläufiger als hierzulande. Ja, das stimmt allerdings. Und? Und leider erreichte mich die Antwort aus Amerika zur selben Zeit wie ein Brief von Mr. Cubitt, in dem er mir die neuesten Männchenbotschaften zusandte, deren Inhalt lautete: Ich werde ihn töten. Und dich auch. Ach. Und wie ich erfuhr, wurde diese Botschaft von einem Mann geschrieben, der bei Mord keinerlei Skrupel kennt. Mr. Slaney ist einer der gefährlichsten Gangster von ganz Chicago. Mein Gott, Holmes. Ja, ich nahm den nächstmöglichen Zug hierher. Aber, wie Sie wissen, bin ich leider zu spät gekommen. Mr. Holmes, ich bin wirklich tief beeindruckt von Ihren Ausführungen. Aber warum glauben Sie, dass dieser Slaney noch einmal hierher kommen wird, nachdem er getan hat, was er tun wollte? Ich muss gestehen, dass ich mich sehr viel wohler fühlen würde, wenn ich mit meinen Männern jetzt schon zum Elridge-Hof unterwegs wäre, um den Kerl zu verhaften. Ich weiß nicht, was meine Vorgesetzten sagen werden, wenn sie herausbekommen, dass ich mit all diesen Informationen einfach hier herumgesessen und nichts getan habe. Seien Sie unbesorgt, Inspektor. Ihre Vorgesetzten werden sehr zufrieden sein mit Ihnen. Ich weiß, dass er hierher kommen wird, weil ich ihn darum gebeten habe. Aber wird ihn das nicht eher misstrauisch machen? Eine Nachricht von einem wildfremden Menschen, in der er hierher gebeten wird? Das Erlernen einer Geheimschrift hat den Vorteil, dass man sie auch selbst einsetzen kann, Inspektor. Mr. Slaney hat keine Ahnung, dass die Nachricht von mir stammt. Er glaubt, dass sie von Mrs. Cubitt kommt, die ihn hier zu sehen wünscht. Raffiniert. Naja, nicht der Rede wert. Aber jetzt sollten wir uns auf Wichtigeres konzentrieren. Wenn ich mich nicht sehr irre, kommt unser Mann nämlich gerade den Torweg herauf. Haben Sie die Handschellen dabei, Inspektor? Natürlich. Dann schlage ich vor, dass wir uns hinter der Tür postieren und den Kerl dingfest machen, meine Herren. Hallo? Ist jemand zu Hause? Elsie! Jetzt! Hey, was? Ich hab ihn, Holmes! Schnell! Schnell! Die Handschellen! Mr. Abe Slaney, im Namen Ihrer Majestät verhafte ich Sie hiermit für den Mord an Mr. Hilton Cubitt.
Tja, sieht so aus, als hätten Sie mich, meine Ihnen Herren. Wird das Lachen schon noch vergehen. Ho, 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 ja. Wer wird dann gleich so unhöflich sein? Immerhin bin ich von Mrs. Cubitt gebeten worden, Sie zu besuchen. Oder wollen Sie mir etwa sagen, dass sie Ihnen bei dieser Falle geholfen hat? Mrs. Cubitt wurde schwer verletzt, Mr. Slaney. Sie ringt mit dem Tod. Nein. Aber das ist unmöglich. Ihn hat's erwischt, aber doch nicht Sie. Das ist unmöglich. Niemand würde meiner kleinen, süßen Elsie etwas zuleide tun. Niemand. Sie haben ihr gedroht. Aber das war doch nicht ernst gemeint. Nie und nimmer könnte ich ihr auch nur ein einziges Haar krümmen. Das mussten Sie auch gar nicht. Mrs. Cubitt hat selbst Hand an sich gelegt, nachdem Sie Ihren Mann erschossen hatten. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Es ist wahr. Dann ist mir alles egal. Wenn Elsie stirbt, will ich auch nicht mehr leben. Ich sage Ihnen, auf der ganzen Welt hat nie ein Mann eine Frau mehr geliebt, als ich sie. Bedauerlicherweise scheint Mrs. Cubitt ihre Gefühle aber nicht erwidert zu haben. Sie hat sich von Ihnen und ihresgleichen losgesagt, ist nach England gegangen und hat einen ehrbaren Gentleman geheiratet, um ein neues Leben zu beginnen. Ach, was wissen Sie denn schon? Ich habe das Recht, sie zu besitzen. Sie ist mir versprochen. Ich kenne sie schon, seit wir Kinder sind. Ihr Vater war der Boss der Vereinigung. Mit so einem Vater kann man nicht einfach aussteigen. Elsie ist und bleibt eine von uns. Einfach abzuhauen. War schwer genug für mich, sie ausfindig zu machen. Und dann muss ich auch noch feststellen, dass sie einen anderen geheiratet hat. So einen albernen Engländer. Ich muss doch sehr bitten, Sir. Wer ist denn dieser Kerl überhaupt, dass er es gewagt hat, sich zwischen uns zu stellen? Er ist der Mann, den Mrs. Cubitt geliebt hat, Mr. Slaney. Auf jeden Fall hat er nichts anderes verdient als den Tod. Hey, Moment. Sie wollen mich austricksen. Wenn es Elsie wirklich so schlecht geht, wie soll sie mir dann eine Nachricht geschickt haben? Sie meinen die Sie eben erhalten haben? Genau die. Die habe ich geschrieben. Sie? Das ist unmöglich. Die Botschaft war in unserer Schrift geschrieben. Und außerhalb der Vereinigung kennt niemand das Geheimnis der tanzenden Männchen. Ein Geheimnis, das einem Menschenhirn entstammt, kann auch von einem Menschenhirn enträtselt werden, Mr. Slaney. Also ist es wahr. Elsie wird sterben. Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, dass Mrs. Cubitt bis zu meinem Eingreifen in diesen Fall unter Verdacht stand, selbst ihren Ehemann getötet zu haben? Falls sie jemals wieder aufwacht, hätte sie der Galgen erwartet. Ich hätte niemals zugelassen, dass ihr etwas Böses geschieht. Ah, die Verstärkung. Zeit für uns zu gehen, Mr. Slaney. Auf Sie wartet eine hübsche kleine englische Gefängniszelle. Das hat jetzt keine Bedeutung mehr. Warten Sie. Ist Elsie hier? Sie ist oben. Darf ich sie noch ein letztes Mal sehen? Na ja, ich weiß nicht. Ich denke, Sie sollten ihm diese Bitte gewähren, Inspektor. Ihre Verstärkung wird es ihm unmöglich machen, zu fliehen. Und außerdem glaube ich, dass es ihm der Anblick von Mrs. Cubitt in diesem Zustand eine größere Strafe sein wird als die Schlinge des Henkers um seinen Hals. Wie Sie meinen, Mr. Holmes. Also gut, Slaney, darauf. Wissen Sie, Holmes, eins verstehe ich bei dieser ganzen Sache noch nicht. Warum hat Mrs. Cubitt ihrem Mann nichts von der Gefahr erzählt, in der er schwebte? Und warum hat sie ihn vor ein paar Tagen davon abgehalten, diesen Kerl zu erschießen? Weil sie für ihren alten Freund noch immer Zuneigung empfand und glaubte, die Sache auf ihre Weise regeln zu können. Wem ihre wahre Liebe galt, das hat sie dann wohl erst gemerkt, als es zu spät war. Als sie ihren Mann tot vor sich liegen sah, wusste sie, wem ihre Loyalität gehörte und dass sie ohne ihn nicht weiterleben wollte. Tja, eine echte Liebesgeschichte. Naja, Watson, ich würde sagen, ein echtes Zeichen für weibliche Unvernunft.
Jedermann wäre in derselben Situation vernünftig genug gewesen, rechtzeitig die Polizei einzuschalten. So wie Mr. Slaney vernünftig genug war, sich in Gefahr zu bringen. Bloß, um seine alte Liebe zurückzuerobern, meinen Sie? Das ist nur ein Beweis dafür, dass Frauen nicht nur unvernünftig handeln, sondern auch uns Männer in die Unvernunft treiben. Ach, Holmes, Sie sind einfach ein unverbesserlicher Junggeselle. Ich wüsste nicht, was daran verbesserungswürdig sein sollte, mein lieber Watson. Wie Sie meinen, Holmes.